Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Coaster. Wir sind auf der Suche, wo die ganzen Leute tatsächlich dauerhaft in Erbrochenes treten. Wir haben den Ort noch nicht gefunden, aber ich bin mir sicher, der existiert. Weil das Spiel uns bestimmt nicht verarschen will. Hier ist im Müll. Müll. Wollte ich nur mal sagen, Müll. Widerlich. Absolut widerlich hier auch. Okay, ich glaube, wir brauchen hier einen Mülleimer. Ich brauche nur einen kleinen Mülleimer. Einmal hier hin. Dass da keiner mehr seinen Müll hinschmeißt. Obwohl auf der genau. Alter, die sind halt direkt neben Mülleimer. Also, eigentlich verstehe ich das. Ich verstehe es nicht. Hier noch ein Mülleimer. Da unten liegt Müll vor dem Tiki-Chiki. Die haben auch gleich einen Mülleimer hinzubekommen. Hier hinten ist. Hier ist ein bisschen Müll. Warte, da ist Erbrochenes. Ich habe das Erbrochene gefunden. Wo ist ein Hausmeister? Ich brauche dringend einen. Da kommt er schon. Gut. Sehe ich hier sonst noch irgendwo Müll? So, eigentlich dürfte jetzt keiner mehr sagen, dass in Erbrochenes getreten ist. Schauen wir mal nach. Gäste, ich bin in Erbrochenes getreten. Ja, gut. Ich habe Durst. Ernsthaft? Weißt du ja eigentlich, wie viele Getränkeläden wir haben? Und ihr habt Durst? Das macht keinen Sinn. Okay, wir haben jetzt 7000. Hätten wir 17000, ich möchte 8000 haben eigentlich. Das geht das Vorhaben, glaube ich, echt schief. Wie letztes Mal. Mache eigentlich meine ganzen Waren Gewinn oder wie sieht's da aus? Attraktionen Läden. Du hättest schon nur so 50 Cent Potenzial nach oben. Du auch. Fort. Okay, komm, 50 Cent. Ist voll gut. So. So, also die werden jetzt immer happier. So, vor allem Teenager-Gruppen sind jetzt in unserem Park. Gäste. Also, welche Gruppen fühlen sich denn hier am wohlsten? Also, die Familiengruppen. Toiletten finden die nicht. Und die Teenager haben Durst. Und denen ihr Problem ist Energie. Okay, also ich baue noch ein paar Getränkeläden, sagt mir das Ganze. Oh, ich habe 8000, ich baue eine Achterbahn. Ja, also erstmal pausieren, dass mir das Geld nicht wegrennt. Dann finanzieren für ein Darlehen zu 10.000. So, jetzt haben wir 10.000. Also 18.000 insgesamt. Jetzt können wir die geile Achterbahn bauen für 16.000. Huch, was bist du denn für ein Riesenteil? Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wo soll ich dich platzieren? Du bist ja riesig. Ich dachte eigentlich, ich mach dich so hin. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Da oben irgendwie, dass ich dich da irgendwie unterkrieg. Darf ich halt nicht aus dem Gelände rausbauen. Blockiert. Blockiert. Okay, wir sind ja gerade aus dem Gelände draußen. Das ist halt einfach die komplette Seite, ist halt einmal. Okay. Warum geht das nicht? Ich glaube, es muss noch höher. Es ist im Moment, ist es nicht drin.
Das ist ja ein Scheiß. Riesenachterbahn, keine Ahnung. Ich könnte ihnen diese Schlucht darunter bauen, die darunter geht. Willst du in die Schlucht darunter? Nee. Das können wir jetzt höchstens noch. Da hinten ist der Park, der ja ein bisschen länger. Nee, auch nicht. Vielleicht noch schräg, dass wir es da so versuchen. Ich glaube, das wird auch nichts. Warum ist denn die so riesig? Die kostet 20.000. Ich nehme jetzt einfach noch das Darlehen für 5.000 zusätzlich auf und dann haben wir das Problem gelöst. So, 23.000. Bitte sei nicht wieder so riesig. Nein, du bist okay. Du bist zwar auch riesig, aber nicht so riesig. Du bist echt gigantisch. Wo ist der Eingang? Ich baue dich einfach in den Wolken. Da hinten vielleicht irgendwie hin. Wenn ich dich noch höher mache. Geht das immer noch nicht? Warum geht na das nicht? Warum schlagen die mir überhaupt solche Achterbahnen vor, wenn ich die ja bestimmt nicht hinbauen kann? Ich baue einfach selbst jetzt meine Achterbahn. Es wird schön schief gehen. So. Angepasst. Ich möchte die heftigste Achterbahn, bitte. Das ist die heftigste Achterbahn. Für jedes Alter, nee. Ich brauche was Heftiges. Nur Erwachsene für jedes Alter. Das kann ich eh nur Boa machen. Ich glaube, das ist halt dasselbe wie dieses Phantom, oder? Ein bisschen weiter aus der Tiefe erheben. Okay, ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen mehr. Okay. Also am besten gehen wir es jetzt mal ein bisschen hoch. Mit dem Kettenlift. Wir müssen noch ein bisschen stärker hoch. Okay, können wir nicht weiter hoch? Nein. Okay. Dann machen wir jetzt halt Rollnonstationen. So, dann machen wir einfach eine Kurve. Jetzt sind wir noch da. Mhm. Okay. Nochmal eine Kurve. Jetzt gehen wir einfach mal ein bisschen nach unten. Jetzt kommt gleich mal so eine Rolle oder so. Irgendwas Heftiges. Okay, ich kann keinen Inline-Twist machen. Ich glaube, ich muss das erstmal irgendwie nach unten. Hier weiterbauen. Oh, wie ging das jetzt wieder? Schienen bearbeiten. Okay. Ich muss einfach nach unten. Ich muss halt einfach echt nach unten. Das war so nach unten. Dann fangen wir uns hier mal wieder ein bisschen ab. So, und jetzt machen wir einfach mal irgendwas, irgend so einen Schmarrn hier.
Pollen. Das muss hier einfach. Okay, einmal so. Dann wieder ein bisschen nach unten. Dann so ein Loop oder so nach rechts. Okay. Einfach mal bauen. Und jetzt hat automatisch vervollständigen. Ja, cool. Wir haben eine geile Achterbahn, glaube ich, gebaut. Ich glaube es eher weniger. Ich glaube, die Leute werden kotzen. Wir sehen uns dann das nächste Mal bei Planet Cruiser. Bis dahin. Tschüss.